Hallo, willkommen zurück bei Agarys Zero. Ich habe eine Weile nicht gespielt, bin jetzt hier in den Scarred Mountains, also in den Narbenbergen zurück. Und wenn man mal unten sich die Party-Member anguckt, hat sich da eine Kleinigkeit verändert. Ich habe nämlich schon mal was vorbereitet und habe den alten Eugene wieder rausgekramt. Und die Dana habe ich auch rausgekramt. Und für Eugene habe ich ausgerüstet, eigentlich mit Leonies Sachen, nur ein anderes Schwert hat er bekommen. Und Dana hat die abgelegten Sachen von Gallios im Prinzip bekommen. Ich habe mir noch zwei Hermes-Ringe dazu gebastelt. Und so ein bisschen was abgegradet, aber nichts, was du nicht schon gesehen hättest. Es ist nichts Neues dabei gewesen. Eine wirklich neue Waffe konnte ich eh nicht schmieden. Aber warum ich die beiden Neulinge jetzt hier mit drin habe, das sehen wir gleich. Jetzt machen wir erstmal einen Kampf. So habe ich mir den nicht vorgestellt. Ach du je. Ja, jetzt aber gut, oder? Das ist jetzt besonders doof, weil ich die Einzugsgebiete von meinen neuen Begleitern natürlich nicht so richtig drauf habe. Ja, aber das ist schon mal nicht schlecht, dahin zu gucken. Das ist doch nicht so gut. Oh je, oh je. Okay, jetzt muss nur noch Alice. Ach, ich glaube, wenn Eugene sich dreht, dann geht das. Ja. Und wir sind zuerst dran, das hat gewisse Vorteile. Mal eben gucken. Ja, ich muss die erstmal hier zusammenziehen. Es ist ja echt ätzend hier. Boah, was für ein Kampf. Die sind nicht ohne, die Golems. Boah, und der ist auch nicht ohne. Alter, was habe ich mir da angetan? Aber komm, wir ziehen uns erstmal hier in die Ecke zurück. Und ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt kaputt kriege, aber wir versuchen es einfach mal. So. Nee, will ich nicht. Ich will ja nur den Break-Level senken. Und jetzt können die Zauberer gleich aktiv werden. Ach so, genau, was klauen können wir auch noch mal eben, wo wir gerade hier sind. So, ich gehe mal davon aus, dass es reicht. Ich gucke nochmal, ob ich hier noch ein bisschen was ändern kann von der Formation, aber das ist leider nicht so. Auch der Nil, der steht eh dumm rum da.
Aber er ist drei Felder von Alice weg, das ist gut. Ja, wenn wir ein bisschen beschleunigen. Oha, der hält aber was aus. Zwei ominöse Halsketten haben wir geklaut, beziehungsweise gelootet. Naja, mach du mal. Das war's dann für Calvina. Also, sie hat nicht die Reichweite, muss Alice das gleich machen, aber ich habe Alice ja extra genug Aktionspunkte übrig gelassen. So, das heißt, der geht gleich einen runter, dann. Ne, wir machen das. Du bleibst mal hier stehen. Du bleibst da auch stehen. Nur ein bisschen gedreht, so rum. Kannst du da bleiben? So rum passt es wieder. Und wir sind sogar zuerst dran. Aber ich würde mir sogar gern mal eben aufs Maul geben lassen, denke ich. Na, Calvina mal ein bisschen heilen. Dass er jetzt die Kamera mal wieder dreht, das ist nicht schön. Weiß ich gar nicht mehr, wo Neil steht, da hinten. Ah, der ist nicht erreichbar unter dieser Nummer. Aber jetzt. So, jetzt mal sehen, was der Feind treibt. Er versucht uns zu exekutieren, das ist nicht nett. Da sind schon zwei dicke Gegner. Ich habe das Gefühl, hier in den Narbenbergen geht es richtig zur Sache. Also so einen Kampf mal nebenbei haben wir sonst noch nie gehabt. So, was haben wir jetzt für Skill Points? Fast nichts. Also diese Runde werde ich nicht angreifen. Nächste Runde dann.
Also diese Runde heilen. Du darfst dich mal selber heilen. Ah, dieses Drehen, es macht mich wahnsinnig. Ach nee, genau, so rum machen wir das. Standby. Nochmal Standby. Und jetzt hier einmal heilen. So, jetzt ist Galios ja auch nicht mehr dabei. Das heißt, ich will noch mal eben in das Esoterikbuch reingucken, ob wir eine gute Combo haben, die dem Grand Stream entspricht. Das können wir alles nicht machen. Ist hier irgendwas weiß? Nein, ist nichts weiß. Ich habe Eugene übrigens wieder in die Party genommen, damit wir später mal... Wo ist es? Diese Combo ausführen können. Unten das blaue S-Strike und D-Crush. Das sind halt Skills von Leonis und von Galios. Die kommen ja später wieder in die Party. Warum die jetzt weg sind, erkläre ich später. Aber dieses Radiant Fang ist ein Skill von Eugene. Und ich denke mit diesem Beast Flare und Grand Stream, mit diesen beiden Skills kommen wir nicht mehr lange aus. Die Kämpfe werden ja doch härter. Und deshalb wollte ich diesen Super Skill da mal ausprobieren, der immerhin aus 5 Einzelskills besteht. Gut, aber jetzt, das heißt, für diesen Kampf haben wir gar keinen Skill, den wir einsetzen können. Also gar keine Super Combo, wie ich es mal nenne. Das gibt ja einen Spaß. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall zuerst dran sein. Und dann gehen wir mal, ja, ich würde sagen, gegen diesen lieben Freund vor. Dann werden wir diesen Lesser Demon wahrscheinlich noch mit erwischen. Mal eben gucken, ob jemand noch Aktionspunkte braucht. Ja, Eugene vielleicht, aber der ist eh zuletzt dran. Also machen wir das einfach jetzt so. Tja, wir müssen auf jeden Fall den Break-Level senken. Und was klauen, wenn wir schon mal die Gelegenheit haben. Und was kannst du? Es ist nicht schlecht. Machen wir auch. Ja, ach, ist nett gemeint, aber na komm, machen wir. Ich
jetzt hier gar kein Risiko eingehen. So, dann hatte ich mir noch ein paar Area Skills mitgenommen. Und das bestand auf jeden Fall aus Stardust, Gletscher und Stone Shower. Und genau, wo wir dabei sind, können wir nochmal versuchen, was zu klauen. Also die Sache war Stone Shower, Gletscher und Stardust. Und damit sollten wir ihn eigentlich besiegt haben, jetzt auf jeden Fall. Wir können noch einen Skill einsetzen, aber... Ja, mache ich auch sicherheitshalber. Komm, kein Risiko eingehen. Sparkshot, Temperer, Temperer, Sparkshot und Sparkshot, Temperer. Boah, trotz Break halten die echt eine Menge aus. Und wir können nicht von ihnen stehlen. Boah, der Eugene macht sich schon ganz schön. Ja, wir können nicht von ihm stehlen, das wissen wir. Na, guck an, hätte nicht gereicht jetzt mit diesen Skills. Tetrabolts waren schon noch wichtig, also zumindest einer. Die scrolle ich dann auch direkt mal durch. Ein Gear, okay. Jetzt kriegen wir natürlich ganz mächtig aufs Maul von dem einen Golem. Und wir haben keine Aktionspunkte mehr, um die Leute noch zu heilen.
暴れさせてもらうよ。Puh. Ich glaube, das war Calvina. Dann stand er hier so rum, dann stelle ich mich mal hier hin. Und du gehst vielleicht mal hier hin. Du noch da. So, dann müssten wir eigentlich wieder in Formation sein gleich. Und Dana ist zuerst dran, das ist schon mal sehr gut. Boah, man merkt gleich, wie schwierig die Kämpfe sind, wenn Leonis und Gallios nicht dabei sind. Da bringt es jetzt was, die Leute zu heilen. Ich glaube, wir müssen es zumindest versuchen. Dann gucken, wie so die Punkte aussehen. Ne, ich lasse ihn zuschlagen. Ja, das war so klar. Och Mann, und... Ja, toll. Wir sind nicht mehr dran. Ja, ja, super, danke schön. Ja, End-Move-Phase. Einmal. Zweimal. Ne, wir machen es jetzt anders. Und das, was ich eigentlich versuchen wollte, war ja was ganz anderes. Und wenn er jetzt wieder zuschlägt, sind wieder alle meine Leute tot. Also muss ich jetzt agieren. Und Alice ist nicht mit im Boot. Oh, ey. Der haut mir wieder alle Leute kaputt. Ja, hilft nichts. Dann hat das leider keinen Erfolg gehabt, was ich mir ausgerechnet hatte. Dann müssen wir das folgendermaßen machen. Ach, und Aktionspunkte haben wir auch keine. Ja. Dann muss ich noch einmal abwarten. Jetzt haut er mir wieder alle tot. Jetzt würde ich irgendwie auch gerne Alice mit einbinden. Aber ich wüsste nicht wie.
Ich dahin gehe. Hier wäre ich mit Alice zusammen. Versuchen wir mal, ob das so geht. So, nochmal ein paar Fragment of Lives. Und die kriegen auch keine Aktionspunkte, wenn die, bevor sie dran sind, zu erschlagen werden wieder, dann... Das reicht alles nicht. Ich wollte eigentlich wirklich ein paar Punkte nutzen. Nee, so brauche ich das gar nicht erst zu versuchen, was ich vorhatte. Dann schlage ich den jetzt einfach kaputt und gut ist. Falls es mir überhaupt gelingt, den jetzt zu overkillen. So, jetzt kriegen wenigstens alle Leute EP. Also von Overkill brauchen wir gar nicht sprechen. Ich bin gerade froh, dass ich ihn tot bekomme. Oh, oha, okay, ich nehme alles zurück. Der Tetrabolt wirkt. Ja, Rang E, wen wundert's? Mit der Party. Aber wir haben immerhin Eugene gelevelt, das ist auch was wert. Okay, speichern wir mal ab. Und dann hoffe ich, dass ich im nächsten Kampf etwas mehr Glück habe. Damit beende ich dann auf jeden Fall diese Folge erstmal und würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist bei Agaris Zero. Mach's gut, tschüss!